Hallo, mein Name ist Nina Koreis, ich bin die Leitung vom Diakonissenhaus für Kinder und hiermit lade ich Sie zum kleinen Rundgang ein. Hallo, jetzt befinden wir uns in unserem Haus mit unserem offenen Konzept. Einmal haben wir hier die Kita und hinten befindet sich der Hort. Und jetzt würde ich an unsere kleinen Experten übergeben. Bevor wir in die Räume können, müssen wir doch erstmal unsere Jacken aufhängen und Hausschuhe anziehen. Bei uns hat nämlich jedes Kind seine eigene Garderobe. Wenn wir mit Lego, Playmobil und Holzklötzen und anderen Dingen bauen und spielen wollen, können wir in unser Bauzimmer gehen. Bei Brettspielen müssen wir uns sehr konzentrieren, da man bei einigen Spielen schon rechnen muss. Da wir super neugierig sind, lieben wir das Experimentieren in der Forscherwerkstatt und schlüpfen gerne in die Rollen von Entdeckern und Wissenschaftlern. Gerne auch in die Rollen von Köchen, Großeltern und was uns sonst noch so einfällt. Hauptsache verkleiden. In unserem Atelier können wir mit viel verschiedenen Farben und Werkzeugen kreativ sein. Beim Werken an der Werkbank müssen wir aber natürlich auf unsere Sicherheit achten. Wer fleißig ist, hat auch schnell Hunger. Da kommt uns das Signal, dass uns zum Essen ruft, gerade recht. Gesundes Essen ist so lecker, macht aber auch richtig müde. Zum Glück können wir in unserem Snooze-Raum ausruhen und entspannen. Unsere Kleinsten im Nest können ebenfalls viel entdecken. Sie haben zum Beispiel eine Kletterburg, ein Bällchenbad und viele Rückzugsmöglichkeiten. Das Planschen im Schaumbad ist dort ein richtiges Highlight, auch noch für ältere Kinder. In unserer Turnhalle können wir nach Lust und Laune toben und auch schon mal an unsere Grenzen gehen, besonders in riesigen Bewegungsbaustellen. Wenn es uns in der Turnhalle zu eng wird, gehen wir einfach nach draußen auf unser Außengelände. Das war unser kleiner Rundgang und weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.